Ich will Ihnen was über Social Media Kommunikation in von naturwissenschaftlichen Forschungsinstitutionen erzählen. Und genau, wir sind die Hemmers-Gemeinschaft, wir werden dieses Jahr 20 Jahre alt. Und vielleicht einen kurzen Überblick, mit welcher Organisation Sie es hier zu tun haben. Wir machen naturwissenschaftliche Forschung und beschäftigen uns also mit den großen Zukunftsfragen der Gesellschaft und deren Lösungen. Und wir erforschen das, indem wir insbesondere Großforschungsinfrastrukturen betreiben und aufbauen. Und wir tun das nicht nur zu Grundlagen wissenschaftlichen Interesse, sondern insbesondere zum Nutzen der Gesellschaft und der Wirtschaft. Aufgeteilt sind wir in 6 verschiedene Forschungsbereiche: Energieforschung, Erde und Umwelt, Gesundheit, also Medizin ist ein großes Thema bei uns, Luft, Raumfahrt und Verkehr, Schlüsseltechnologien und Materie. Was heißt das konkret? Wir haben zum Beispiel große Forschungsschiffe, die wir in die Arktis und Antarktis entsenden. Da sind dann Polarforscher, Ozeanographen, Klimaforscher an Bord, die mit diesem Forschungseisbrecher da in die entlegensten Regionen fahren. Wir machen sowas wie Plasmaphysik, also da geht es um das Thema Fusionsforschung, also mögliche neue Energiequellen, die heute noch gar nicht praktisch existieren. Wir machen Luft- und Raumfahrt, also wir betreiben zum Beispiel Satelliten. Es gibt ja auch deutsche Astronauten. Und wir machen auch Grundlagenphysik, also vom Teilchenbeschleuniger bis hin zur Medizinforschung. Kurz ein paar Zahlen. Also Helmholtz ist eine von 4 großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Es gibt Max Planck, Fraunhofer und Leibniz und halt die Helmholtz-Gemeinschaft. Wir haben 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Jahresbudget von etwa 4 Milliarden Euro. Und nach beiden Zahlen gemessen sind wir also dann die größte deutsche Forschungsorganisation. Wir sind verteilt über die ganze Republik. Es gibt überall Standorte und Helmholtz-Zentren. Also wir bestehen aus 18 Mitgliedszentren. Und man kennt vielleicht das Deutsche Krebsforschungszentrum oder Alfred-Wegener-Institut hatte ich eben, die Polar- und Meeresforschung genannt. Hier in Berlin gibt es das Max-Delbrück-Zentrum und das Helmholtz-Zentrum Berlin sowie in Potsdam das Geoforschungszentrum, die zu uns gehören. Ja, das ist ein ganz kurzer Einblick, was ist die Helmholtz-Gemeinschaft. Dann wollte ich Ihnen erklären, warum wir überhaupt über das Thema Social Media in der Wissenschaftskommunikation reden. Also ich arbeite halt in der Kommunikationsabteilung der Helmholtz-Gemeinschaft und wir sprechen hier jetzt hauptsächlich über das Thema externe Wissenschaftskommunikation, also Dialog mit der Öffentlichkeit. Und da haben wir eigentlich festgestellt, dass man insbesondere junge Menschen mit den klassischen Kommunikationswerkzeugen, die wir so benutzt haben, immer weniger mit denen die erreicht. Und das liegt einfach daran, weil es in den letzten Jahren halt einen Medienwandel gegeben hat. Viele junge Leute lesen gar nicht mehr unbedingt die Zeitung. Viele haben auch gar keinen Fernseher mehr, sondern kommunizieren halt ganz viel digital. Und das Interessante ist daran, dass sich halt mit diesem Medienwandel halt auch ein Mediennutzungswandel ergeben hat. Also früher das klassische Kommunikationsmuster für so eine Wissenschaftsorganisation war, ich schreibe eine Pressemitteilung, das liest der Journalist und der ordnet dann ein, ist das relevant genug, um in die Zeitung zu kommen am morgigen Tag und ist es vielleicht so relevant, dass es auf Seite 1 kommt. Also aus Sicht eines Nutzers ist es so, es gibt da einen Gatekeeper, das ist ein Informationsaufbereiter, einen Journalisten, der sagt, was ist so relevant, dass es in die Zeitung kommt und was nicht. Und diese Rolle, diese Funktion des Gatekeepers wird also durch diesen Medienwandel, dass Leute soziale Netzwerke benutzen, zunehmend dahin verlagert, dass das keine professionellen Menschen mehr sind, die ich dafür bezahle, indem ich die Zeitung kaufe, sondern dass das halt meine Community ist, mit der ich zum Beispiel auf Facebook verbunden bin. Und die wählen aus, guck mal hier, da ist ein interessanter Link. Und dann nehme ich das wahr. Diese Tatsache, dass es jetzt halt wir es mit einem Medienwandel zu tun haben, wo wir als Institution uns überlegen müssen, wie wir damit kommunikativ umgehen, bringt aber auch einige Umstellungsprobleme mit sich. Und das ist nicht zum ersten Mal der Fall in der Geschichte der Kommunikation und der Technologien. Immer wenn es neue Technologien entstanden sind und neue Trends aufgekommen sind, gibt es auch Umstellungsprobleme.
Und ich habe Ihnen mal hier ein historisches Beispiel mitgebracht. Da heißt es an das Publikum: Tonfilm ist Kitsch. Tonfilm ist Einseitigkeit. Tonfilm ist wirtschaftlicher und geistiger Mord. Darum lehnt den Tonfilm ab. Ja? Und wir, also ich persönlich habe diese, 1929 war das, kann mich daran nicht mehr erinnern. Jedenfalls, man wundert sich aus heutiger Zeit so ein bisschen, wie stark dort die Diskussionen waren. Dass, da gibt es jetzt dieses neue Medium, wo auf einmal wir nicht mehr diese schicken Texttafeln in den Film reinhalten, sondern es diese Audioinformation als Zusatzspur gibt. Und dass es halt da damals anscheinend da so ein Kampf gegeben hat. Man kann das heute nicht mehr so richtig nachvollziehen. Ich will auch das nicht eins zu eins damit vergleichen, dass jetzt Social Media, also der Tonfilm ist natürlich abgelöst worden, den gab es danach nicht mehr. Ich will nicht sagen, dass klassische Medien abgelöst werden, das will ich nicht behaupten. Ich will nur sagen, man wundert sich später, welche harten Kämpfe da gefochten worden sind. Wir haben auch diese Diskussion, die Sie eben auch ansprachen, müssen wir das überhaupt machen? Lohnt sich das vom Aufwand her, in diesen sozialen Netzwerken zu gehen? Meine Prophezeiung ist, das geht nicht mehr weg. Und das ist auch nicht etwas, was erst in den letzten 2-3 Jahren entstanden ist. Web 2.0, über den Begriff sprechen wir seit 10 Jahren. Und aus meiner Sicht ist es eher eine Frage, ob man sozusagen den Kopf in den Sand stecken will und sagen will, ich verstehe das alles nicht, was da passiert. Und das ist zu viel Aufwand, sondern ich will Ihnen hier ein paar Beispiele zeigen, warum es aus meiner Sicht schlau ist, diesen Trend möglichst früh zu umarmen, um dann Chancen zu nutzen. Und dazu will ich Ihnen ein paar Beispiele für Social Media, Wissenschaftskommunikation von Institutionen zeigen. Christine hat es eben genannt, also Facebook ist so ein bisschen was wie der Platzhirsch mit 28 Millionen Nutzern in Deutschland, da kommt man nicht dran vorbei. Und deswegen haben natürlich auch die ganzen Wissenschaftsorganisationen Facebook-Seiten aufgemacht und gerade Hochschulen, das KIT ist einerseits eine Forschungsinstitution, die auch bei uns Mitglied sind, andererseits halt auch eine Hochschule in Karlsruhe, die können da natürlich sich wunderbar auch mit ihren Studierenden vernetzen. Ein weiteres Beispiel ist eben auch schon oft genannt worden, Twitter. Twitter ist also insbesondere aus meiner Sicht gut für einen Dialog, auch für einen öffentlich sichtbaren Dialog. Das ist ja sozusagen auch konstitutiv für Social Media, dass halt bei einem Dialog halt zwischen einer Marke und einem Nutzer, einer Nutzerin, das also öffentlich sichtbar ist für Dritte. Und insbesondere ist es halt für Echtzeitdialog gut. Und hier, um noch mal so Hausnummern zu nennen, das DLR zum Beispiel hat hier etwa 20.000 Follower auf Twitter. Und was Sie natürlich hier machen ist, Sie haben eben die richtige Frage gestellt aus meiner Sicht, welche Inhalte bringt man in die sozialen Netzwerke rein? Und man muss halt, jede Organisation muss halt gucken, was für sie halt sinnvolle Inhalte sind. Und das DLR zum Beispiel als Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, also quasi sowas wie die deutsche NASA, die haben halt diese ganzen tollen Weltraumbilder und Astronomie, Weltraum löst halt bei vielen Menschen eine Faszination aus. Und dann ist halt klar, das ist das Punkt, mit dem ich wuchern muss und dann kommen da die tollen Weltraumbilder hin. Auch für Echtzeitkommunikation sehr gut, passiert auch häufig in der Raumfahrt. Bei Helmholtz haben wir, habe ich schon gesagt, 18 Helmholtz-Zentren, die alle unterschiedlich, alle eigenständig kommunizieren. Und wir haben so ein bisschen vor der Frage gestanden, wie schaffen wir das halt rüberzubringen, was das alles an tollen Inhalten in den sozialen Netzwerken gibt, zum Beispiel bei den ganzen YouTube-Kanälen. Und dann haben wir etwas gemacht, das nennt sich Social Media Newsroom. Das ist also eine Webseite, die wir aufgesetzt haben und auf der fließen alle Inhalte, die von den einzelnen Helmholtz-Zentren auf den verschiedenen sozialen Netzwerken kommen, zusammen und sind auf einer Seite sichtbar. Das ist sozusagen also eine Aggregationswebseite und sowas empfehle ich immer Institutionen, die halt ähnlich breit aufgestellt sind wie wir, wo sich jeder fragt, was ist eigentlich euer Markenkern? Da kann man sehr schön solche Dinge aggregieren. Und hier werden nicht nur YouTube-Videos aus allen Helmholtz-Zentren aggregiert, sondern auch alle Facebook-Postings, alle Blog-Postings, die es bei uns gibt, alle Tweets und so weiter. Und das kann man dann sehr schön auf einer Seite zusammenführen. Was wir natürlich auch haben, ist ein Blogportal. Das ist also sowas wie dieses Hypothesis.org. Jetzt hier halt für alle Forscherinnen und Forscher, die innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft arbeiten und da bloggen wollen. Und das ist halt eine tolle Möglichkeit, weil man dort halt alles, was vielleicht auch nicht unbedingt die Weihen einer Pressemitteilung erhalten kann, weil es vielleicht
vom Pressesprecher nicht als relevant genug angesehen wird, um das an so und so viel 1000 Abonnenten auf dem Presseverteiler zu schicken. Das kann man hier wunderschön einbetten, und man kann natürlich auch insbesondere diskutieren, denn das ist ja das, worum es irgendwie in den sozialen Netzwerken, in Social Media, in Web 2.0 geht, um einen Dialog und um einen Austausch. Und dafür bietet sich natürlich ein Blog sehr gut an. Und hier haben wir Forscherinnen und Forscher, die zum Beispiel auf den eben schon genannten Antarktis-Expeditionen unterwegs sind, die hier teilweise über Satellitentelefon, Internetverbindung da tagesaktuell bloggen und tolle Eisfotos online stellen. Was wir auch machen, ist dieses Format der eben schon genannten Tweet-Ups. Also wir nennen das Science-Tweet-Up. Da ist halt die Idee, man hat eine Community von Leuten, die in sozialen Netzwerken halt einem folgen, die wissenschaftsinteressiert sind. Und mit denen macht man sozusagen etwas wie eine Pressekonferenz 2.0. Sprich, man lädt die ein und sagt, kommt mal an dem Tag vorbei und wir zeigen euch unsere tollen Forschungsanlagen. Und die Idee ist, dass sie währenddessen schon darüber berichten. Also sie können hier fotografieren, wenn wir ihnen hier im DESI eine Röhre zeigen, in der wir gerade eine große Forschungsinfrastruktur aufbauen. Da wird also so ein freier Elektronenlaser gebaut. Die Physiker stehen da total drauf, und das ist halt gerade im Bau begriffen, deswegen kann man da noch rein. Und dann haben wir die da einfach durchgeführt. Die können darüber Fotos machen, in Echtzeit bloggen, podcasten, Livestream machen, was auch immer. Und aus Kommunikationssicht ist halt hier die Idee, man lässt die berichten, so wie Journalisten ja auch über einen berichten. Und man nutzt halt sie als Multiplikatoren. Das heißt, andere merken dann wiederum, ach, guck mal hier, mein Freund, der Simon, der ist da gerade zu Besuch beim DESI und findet das ganz toll. Vielleicht sollte ich mich auch mal informieren, was es da an Inhalten gibt. Ja, dann, wir haben schon gesagt, Bilder sind ganz wichtig. Also Wissenschaft ist ja doch etwas, was eher trocken meist rüberkommt. Eine emotionale und persönliche Ansprache ist auch sehr, sehr wichtig für Social-Media-Kommunikation. Dafür ist halt zum Beispiel Instagram einer der aktuell angesagtesten Bilderdienste. Da haben wir schon drüber gesprochen. Und so sehen wir, dass auch immer mehr Institutionen auf Instagram unterwegs sind. Ein soziales Netzwerk, was sogar noch mehr Nutzer in Deutschland hat als Facebook, ist WhatsApp, wobei man sich da jetzt drüber streiten kann, ob das wirklich ein soziales Netzwerk ist. Ich finde schon. Facebook, wie gesagt, 28 Millionen Nutzer haben wir eben gehört. WhatsApp gibt es in Deutschland, die letzte Zahl, die ich gefunden habe, 35 Millionen Nutzer. Und WhatsApp wird ja hauptsächlich so einerseits zur 1-zu-1-Kommunikation als Chat-Dienst genutzt, andererseits halt auch zur Gruppenkommunikation. Bisher ist es noch nicht so häufig genutzt worden, um sozusagen so eine institutionelle Wissenschaft oder Kommunikation überhaupt anzubieten. Es gibt aber ein paar Beispiele dafür, zum Beispiel von regionalen Medien. Also hier zum Beispiel Berliner Morgenpost bietet das an. Das heißt, ich kann mich da abonnieren auf einem Newsletter. Und dann kriege ich einmal am Abend zugeschickt, was war heute in Berlin los, beziehungsweise was waren die 5 meistgelesenen Artikel auf der Morgenpost-Webseite. Und was Ähnliches haben wir jetzt hier für die Wissenschaft gemacht, dass wir gesagt haben, ihr könnt also uns abonnieren über WhatsApp, und kriegt dann einmal am Tag zugeschickt, was sind die neuesten Inhalte aus der Helmholtz und aus der Wissenschaftswelt. Und das ist eine ganz interessante Nutzungsform, weil man damit ja wirklich halt bei den Leuten auf dem Smartphone im Sperrbildschirm landet, weil die das dann wirklich bei sich aufs Smartphone gepusht bekommen. Und das ist schon ja ein relativ tiefer Eingriff so in das tägliche Kommunikationsverhalten, wo man dann anscheinend mehr Sichtbarkeit noch hat, als wenn man ein E-Mail-Newsletter dort bestellt. Einen weiteren Trend, den ich Ihnen vorstellen möchte, sind Podcasts, wobei auch das natürlich keine neue Erfindung ist. Die gibt es auch schon so seit etwa 2005, haben aber im letzten Jahr zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Podcasts sind also so eine Art Radiosendung im Internet, sprich Audioformate, die einerseits auf Webseiten veröffentlicht sind, andererseits auch insbesondere von den Nutzern über Smartphones abonniert werden und dann halt unterwegs genutzt werden können. Und was wir hier zum Beispiel gemacht haben, wir haben hier den sogenannten Resonator-Podcast. Das sind also Gespräche mit Forschenden, wo wir einen Moderator haben,
der immer verschiedene, zu verschiedenen Forschenden hinfährt und dann mit denen Interviews führt. Und die Leute abonnieren das auf dem Smartphone und können sich das anhören. Und sie können das insbesondere dann anhören in Zeiten, wo sie vielleicht andere Medien nicht nutzen könnten. Also sprich beim Autofahren, beim Fahrradfahren, beim Joggen, beim Wohnungputzen, beim Einkaufen gehen. All das sind Todzeiten, in denen man nichts lesen und kein Video gucken kann. Aber manche Leute wollen dann nicht vielleicht Musik hören, sondern sie wollen halt irgendwie Input haben fürs Hirn. Und da kann man über die Kopfhörer dann also super andocken. Und das Interessante, was wir hier merken beim Genre Podcast, ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen Social Media Trends, wo wir über sehr kurze Inhalte sprechen, im Extremfall halt so ein Tweet von 140 Zeichen, sind beim Thema Podcast die Leute an sehr ausführlichen Informationen interessiert. Und so kommt es so, dass also unsere Podcast-Sendungen teilweise ein oder sogar auch mal 2 Stunden lang sein können. Und das Interessante ist, dass die Leute da nicht nach 10 Minuten abschalten. Ich meine, klar, wenn ein Thema nicht interessiert, dann gehen sie zur nächsten Folge. Aber das Feedback, was wir da hauptsächlich kriegen, ist, ja, schön, dass wir endlich mal hier ausführliche Informationen kriegen. Und ihr hättet aber noch über Thema X noch ein bisschen ausführlicher sprechen können. So, machen wir weiter in den Beispielen. Ein Beispiel, was wir auch in den letzten 1,5 Jahren aufgesetzt haben, sind Wissenschaftscomics. Also ein Comic zum Thema Wissenschaft. Wir haben dort hier also eine Zeichnerin beauftragt, die für uns über wissenschaftliche Inhalte einen Comic zeichnet. Und der wird auf unserer Webseite veröffentlicht. Wir sehen das aber trotzdem auch als ein Social-Media-Projekt, weil die Inhalte dann insbesondere sich über soziale Netzwerke viral weiterverbreiten. Also hier geht es darum, über Wissenschaft in einem ungewöhnlichen Format zu berichten und damit auch Leute anzusprechen, die sagen, also ich bin eher ein visueller Mensch, aber ich will nicht so viel lesen oder ich abonniere keinen Podcast, aber hier kann man auf verschiedenen Ebenen, also ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, wissenschaftliche Themen unterbringen. Und das gehört auch mit zu den Formaten, wo wir im Sinne der Wissenschaftskommunikation nicht so PR im Sinne von Eigen-PR betreiben, sondern wo wir ja aus verschiedensten wissenschaftlichen Bereichen auch über Dinge berichten, die abseits der Helmholtz-Forschung existieren. Wir haben dazu übrigens auch gerade, das ist jetzt meine Eigenwerbungsteil, eine Ausstellung in Berlin, hier am Naturkundemuseum in der Nähe, kann man sich die Ausstellung von unseren Wissenschaftscomics noch 3 Wochen lang angucken. Dann, was auch aktueller Trend ist, wenn man denn als Institution Ressourcen dafür hat, sind Apps. Also es gibt ganz tolle Apps, zum Beispiel die NASA hat also eine tolle App gebaut, wo man sein Smartphone nehmen kann und man kann dann sich ein Raumfahrzeug, was zum Beispiel gerade auf dem Mars unterwegs ist, in 3D angucken. Da muss man einen kleinen QR-Code ausdrucken, legt den irgendwo hier auf den Tisch und dann kann ich mit meinem Smartphone das davor halten und dann sehe ich, wie das Raumfahrzeug aussieht und wenn ich dann hier so rumgehe und das aus verschiedenen Perspektiven angucke, dann kann ich dieses Raumfahrzeug, das dann 3D als 3D-Visualisierung hier sozusagen auf dem Notebook steht, mir aus verschiedensten Perspektiven angucken. Also auch das ein Trend, wenn man denn Geld zur Verfügung hat. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Ich beschleunige mal etwas. Genau, was ganz natürlich wichtig ist, sind Mitmachaktionen. Also wir, Social Media habe ich schon gesagt, es geht um den Austausch und den Dialog. Und was wir zum Beispiel, wir machen immer so Mitmachaktionen zum Pi-Tag. Also der Pi ist ja 3,1415 und nach amerikanischer Datumsnotation ist also der Pi-Tag, der 3,14 ist der 14. März. Und da machen wir immer so Mitmachaktionen. Und da haben wir zum Beispiel mal da aufgerufen, einen Kuchen zu backen. Und zwar das irgendwie, um den irgendwie wissenschaftlich zu schmücken. Und da haben wir also ganz viele, und das uns dann ein Foto davon zu schicken. Und da haben wir also ganz viele tolle Fotos bekommen. Hier hat irgendwie eine 8. Klasse zusammen eine Pi-Torte gebastelt. Man sieht da auch irgendwo 3,14 und so weiter. Und Interaktion ist ja letztendlich das, worum es geht, also die Leute irgendwie mit ins Boot zu holen. Ein Jahr später haben wir zum Pi-Tag aufgerufen, man sollte Science-Selfie machen, also ein Selfie, das ist ja auch ein Trend, ne? Man muss sich ja dauernd selber fotografieren, das irgendwie auf Instagram stellen.
Und da haben wir aufgerufen, macht mal ein Selfie von euch mit einem wissenschaftlichen Kontext. Und da haben wir auch viele tolle Selfies bekommen, hier zum Beispiel aus dem Physiklabor der Uni Duisburg-Essen. Gut, das waren so ein bisschen die Trends und Beispiele, die ich Ihnen zeigen wollte. Jetzt kommt noch ein bisschen dröge, drei Textfolien. Und zwar wollte ich Ihnen sozusagen sagen, warum machen wir das eigentlich? Wie gesagt, bei uns ist es Teil der externen Wissenschaftskommunikation und wir haben für uns natürlich auch eine Strategie aufgeschrieben, warum machen wir das? Und bei uns geht es halt insbesondere darum, dass wir Informationen über die Helmholtz-Forschung verbreiten wollen, aber auch Begeisterung dafür wecken wollen. Wir machen das halt eben, weil wir öffentlich finanziert sind und weil wir es auch als eine Bringschuld ansehen, die Leute in den Medien, in denen sie halt unterwegs sind, auch zu informieren. Ähnlich wie man Ende der 90er gesagt hat, okay, da gibt es jetzt dieses World Wide Web und da muss ich wohl mal mir die Helmholtz.de reservieren und muss da wohl mal ein paar Inhalte draufstellen, weil die Leute das einfach haben wollen. Und wir sehen das halt als einen zeitgemäßen und eine bidirektionale, sprich dialogische Interaktionsmöglichkeit. Genau, generelle Erhöhung in Sichtbarkeit der Helmholtz-Gemeinschaft und ihrer Forschungszentren, indem wir halt auch darstellen, was die gesellschaftliche Relevanz dieser Forschung ist. Das ist das zweite Ziel. Und das dritte Ziel, Bekanntheit, Vertrauen und Akzeptanz bei der Interaktionsgruppe zu schaffen. Sie merken schon, wir sprechen hier ganz bewusst nicht von Zielgruppen. Zielgruppen, das klingt so nach Einbahnstraßenkommunikation. Ich rede, du hörst zu, du bist mein Ziel. Wir haben gesagt, wir müssen eigentlich diesen Begriff in den Giftschrank stellen und sprechen jetzt von den Interaktionsgruppen, einfach weil es um den Dialog geht. Und wer ist unsere Interaktionsgruppe? Insbesondere sind es halt die Nutzer in sozialen Netzwerken und dort insbesondere die Multiplikatoren. Wir wollen damit natürlich insbesondere den Nachwuchs ansprechen, vom Schüler bis zum Doktoranden. Wir wollen die allgemeine Öffentlichkeit erreichen. Wir wollen natürlich auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erreichen, insbesondere die, die bei uns arbeiten, aber auch irgendeinen Bezug zur Helmholtz-Gemeinschaft haben. Und letztendlich auch Politik und Entscheidungsträger, wobei man die in den sozialen Netzwerken eher nicht so direkt erreicht, sondern eher so über Bande der allgemeinen Öffentlichkeit. Ja, das lasse ich auch weg, dann schaffe ich auch meine 20 Minuten. Genau, und die Frage ist sozusagen immer, warum ist es, ja, diese ganzen Trends, neue Kommunikationsmöglichkeiten, die Leute in der U-Bahn gucken sich nicht mehr an, die hängen nur noch am Telefon, nicht nur die Jungen, sondern auch die Alten. War nicht früher alles besser? Und da muss ich Ihnen sagen, nein, früher war nicht alles besser. Genau. Letzter Teil der Eigenwerbung, wenn Sie alle unsere Social-Media-Kanäle mal verfolgen wollen, unter helmholtz.de/social-media finden Sie die ganzen Links. Und jetzt haben wir noch Zeit zum Diskutieren. So, vielen Dank. Gibt es denn Fragen? Mich würde interessieren, wie groß Ihr Team ist, das an den ganzen Kanälen arbeitet und an den Strategien, die ausgearbeitet werden. Mhm. Und andererseits, ob Sie auch kostenpflichtige Modelle haben oder ansteuern, also zum Beispiel Podcasts, könnte ich mir vorstellen, dass es so wie ein Teaser-Form gibt und eben Brandversion, oder ist alles komplett kostenfrei? Also es ist alles komplett kostenfrei und das wäre auch aus meiner Sicht nicht zu rechtfertigen, wenn wir als öffentlich finanzierte Forschungseinrichtung jetzt hier gerade etwas, was so günstige Interaktion oder Transaktionskosten hat, wie die ganzen Online-Dinge, wenn wir da sagen würden, da müsst ihr noch irgendwas für bezahlen. Es ist aber erstaunlicherweise so, dass zum Beispiel bei dem Podcast die Leute öfter mal fragen, kann ich euch mal was dafür spenden? Wo wir dann immer sagen, nee, du hast ja, wenn du deine Steuern bezahlt hast, dann hast du es sozusagen schon bezahlt. Das Team, ich habe ja gerade gesagt, wir sind die Helmholtz-Gemeinschaft teilt sich auf in die 18 Forschungszentren. Dort gibt es jeweils eigene Kommunikationsabteilungen, in denen es jeweils eigene Menschen gibt, die sich da mit dem Thema Online und natürlich Web 2.0 beschäftigen. Wobei das von irgendwie vielleicht einer Viertelstelle bis zu, das macht der Online-Redakteur so nochmal nebenbei, wenn freitags Nachmittags noch ein bisschen Zeit ist. Da ist die Bandbreite ganz, ganz groß. Wir haben aber das Glück, dass halt in der Geschäftsstelle hier in Berlin ich da eine ganze Stelle für habe und da bin ich aber dann aber alleine und
sowas wie Strategien schreiben, das muss ich dann halt machen, ja. Was ich jetzt gerade ganz gut fand, dass es irgendwie den Eindruck gemacht hat, auch irgendwie das Helmholtz-Zentrum da oder die Helmholtz-Gesellschaft über so ein panisches wildes Rausgeschreien von Informationen hinaus ist irgendwie und geschafft hat, irgendwie die Sachen gut zu bündeln, auch wieder zu machen und irgendwie vor allem auch gebündelt hat, dass tatsächlich irgendwie tiefergehende und qualitätsgesicherte Informationen auch irgendwie an den Nutzer zu bringen will. Also das ist halt nicht nur so. Dieser Twitter-Stream sein muss, der halt irgendwie Aufmerksamkeit erreicht, der dann diese Clips hat, die dann halt nicht aussagen. Und das finde ich halt irgendwie wichtig, die Balance zu finden in der Wissenschaftskommunikation, im wissenschaftlichen Bereich halt, ne, um auch diese Kurse halt von Wissenschaftlerseite abzubauen, dass das halt irgendwie so ein Privatinteresse ist, das halt irgendwie von den Einzelnen halt bedient wird irgendwie. Und ich finde es genau richtig, was Sie sagen, dass man in der Tat natürlich gucken muss, was sind halt Inhalte, die für die jeweilige Interaktionsgruppe in den jeweiligen Netzwerken halt passend sind. Und da muss man natürlich genau auswählen. Und was sozusagen Qualität in dem Sinne ist, das hängt dann halt natürlich auch total davon ab, über welchen Kanal wir da gerade sprechen und über welche Interaktionsgruppe. Und da kann dann aber auch zum Beispiel halt ein emotionaler Inhalt, der irgendwie über ein Bild kommuniziert wird, was weiß ich, das kann auch mal was Lustiges sein zum Beispiel. Also wir hatten neulich, das Forschungszentrum Jülich hatte neulich bei sich irgendwie Rehe auf dem Gelände. Und dann haben sie da irgendwie die Rehe auf Facebook gestellt und gesagt, oh, heute haben wir hier Besuch. Und das kann, sowas erzielt auch Reichweite, auch wenn es nicht wirklich Wissenschaftskommunikation ist. Man wird dadurch aber halt als Marke oder als Forschungsinstitution auch ein bisschen menschlicher. Und das mögen die Nutzer auch. Insofern, was dort Qualität ist, kann durchaus ganz unterschiedlich gesehen werden und kann nach verschiedenen Kriterien bewertet werden. Wie viel Interaktion findet denn mit den Interaktionsgruppen statt? Also wie viel Rückmeldung kriegt ihr? Wie oft wird die Helmholtz-Gemeinschaft selber sozusagen angetweetet oder es finden sich Bilder von Nutzern auf Instagram und so weiter? Also wie viel findet denn da statt? Weil jetzt in der Präsentation wirkt es doch immer noch sehr so, das sind unsere Kanäle, die bestücken wir und so weiter. Wie viel kommt denn von außen oder wird vielleicht auch initiiert? Also es ist natürlich so, dass wir machen so ein Social Media Monitoring. Das heißt, wir gucken natürlich immer, wann wir angesprochen werden. Und da hängt das natürlich auch sehr davon ab, was zum Beispiel, ob gerade was aktuell diskutiert wird. Und wenn was aktuell diskutiert wird, was weiß ich, da gab es neulich dieses Thema. Glyphosat, dieses Pflanzenschutzmittel, ist das krebserregend oder nicht? Da gab es zwei sich anscheinend widersprechende Studien, die von verschiedenen Wissenschaftsorganisationen veröffentlicht worden sind. Und da merkt man dann zum Beispiel, dass dann halt in Momenten, wo halt etwas in der allgemeinen Diskussion drin ist, wird dann jemand wie das Deutsche Krebsforschungszentrum, die auch Mitglied bei uns sind, halt deutlich stärker angesprochen. Das kann da kann es positive Rückmeldung geben, da kann es negative Rückmeldung geben, da kann es neutrale Rückfragen geben. Ich kann jetzt leider nicht so eine sehr griffige Zahl Ihnen nennen, aber sozusagen meine allgemeine Beobachtung dazu ist, wie viele Interaktionen gibt es. Man kann sie provozieren, zum Beispiel dadurch, dass man halt oder anregen, dass man Rückfragen stellt, dass man vielleicht auch so Mitmachaktionen macht. Wo wir halt merken, dass die meiste Rückmeldung kommt, ist halt dann, wenn die Leute merken, dass Wissenschaft etwas mit ihrem konkreten Leben zu tun hat. Und da hatten wir zum Beispiel, das ist jetzt mittlerweile schon 5 Jahre her, das zeigt aber auch, wie alt dieses Thema eigentlich schon ist und dass man sich überlegen sollte, wie lange man noch von neuen Medien sprechen möchte. Als es zum Beispiel im April 2010 die Aschewolke von diesem isländischen unaussprechbaren Vulkan über Europa hing, da gab es ja dieses Flugverbot und die Leute konnten nicht fliegen. Und viele Leute saßen irgendwie an ihrem Urlaubsort in der Türkei oder in Spanien fest und kamen nicht nach Deutschland zurück, obwohl sie eigentlich am Montag wieder arbeiten mussten.
Und da gab es halt eine Forschungsorganisation in Deutschland, die dieses Forschungsflugzeug betrieben hat, mit dem man halt messen konnte, ob jetzt die Aschewolkepartikel so schlimm sind, dass man wieder fliegen darf oder nicht. Und da haben die Leute festgestellt, ja, du, ich meine, ich wusste gar nicht, dass wir dieses DLR finanzieren, ich wusste gar nicht, dass die ein Forschungsflugzeug haben, ich wusste gar nicht, wofür das gut ist, aber heute merke ich, dass es eigentlich nicht schlecht ist, dass es sowas gibt. Und in dem Moment steigt die Aufmerksamkeit und dann auch die Interaktion ganz, ganz rapide an. Und deswegen ist es, denke ich, unsere Aufgabe im Rahmen der externen Wissenschaftskommunikation, das immer wieder deutlich zu machen, wo ist die gesellschaftliche Relevanz. Und setzt ihr da auch Themen? Also es gibt jetzt dieses Beispiel mit dem Pflanzenschutzmittel. Also wäre es auch eine Aufgabe der Helmholtz-Gemeinschaft, sowas dann direkt anzustoßen oder selber eine Diskussion auszulösen? Oder ist das dann eher so ein Reagieren auf was, was ohnehin schon in den Netzwerken wabert? Wir versuchen das schon anzustoßen, wenn das aus unserer Sicht irgendwie gerechtfertigt ist. Und jetzt bei so einem wissenschaftlichen Diskurs, wo es unterschiedliche wissenschaftliche Player gibt, die einen sagen dies, die anderen sagen das, das kann man auch mal mit aufgreifen, aber meistens sind wir da zu langsam im Vergleich zu den klassischen Medien, die das ja auch riechen und das dann aufgreifen. Wir versuchen aber auch selber Themen zu setzen, wie zum Beispiel, wir haben gerade einen neuen Präsidenten, der bei uns ins Amt gekommen ist, und der hat zum Beispiel eine wichtige Botschaft aus seiner Sicht ist, wir müssen, beim wissenschaftlichen Nachwuchs mit diesen Kurzverträgen aufräumen. Und da sagt, das ist für ihn eine wichtige Mission, und an der Stelle zum Beispiel ist es für uns schon auch ein guter Anlass, dann zu sagen, wir gehen jetzt damit in alle Kanäle, auch in die sozialen Netzwerke rein und sagen, wir wollen bei Helmholtz damit aufhören, dass die Leute hier nur so 3-Monats-Verträge kriegen. Dieses Wir, von dem Sie dauernd sprechen, sind ja aber eigentlich ist nur Sie. Und dann noch diese Social Media Manager vielleicht in den einzelnen Institutionen. Wahrscheinlich sind es noch mehr eigentlich die Wissenschaftler, die dann hier an diesen Beiträgen arbeiten. Also mir ist noch nicht so ganz klar, wer steckt hinter diesen Einzelbeiträgen. Ich glaube, zum großen Teil sind es ja wahrscheinlich wirklich Wissenschaftler, die in den Institutionen arbeiten und ihre Forschung kommunizieren, filmen, beitragen dazu. Und sie müssen die dazu bringen, dann zu bestimmten Themen vielleicht schwerpunktmäßig gerade etwas zu machen oder zu kommunizieren. Also wie ist das Verhältnis zwischen dem, was die Wissenschaftler machen müssen auch, damit da überhaupt Inhalte sind, und dem, was sie koordinieren sozusagen tun? Ich würde sagen, das Verhältnis, was von all den Dingen, die ich heute genannt habe, jetzt hier, da würde ich sagen, sind die Wissenschaftler aktiv dabei bei 20%. Und das ist insbesondere bei dem Blogportal, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Da bloggen wirklich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst. Die kriegen einmal eine Schulung, was Technik und Rechtliches angeht, und das erstellen die dann. Die anderen 80% sind von Kommunikationsmenschen wie mir aufgearbeitete Inhalte. Natürlich müssen die dann auch mal irgendwie eine Wissenschaftlerin anrufen und sagen, hier, erklär mir das mal bitte. Aber der größte Teil der Inhalteerstellung, ob es jetzt Twitter ist, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, das machen wir in den Kommunikationsabteilungen. Das ist unsere Aufgabe. Aber das sind ja sehr komplexe Themen, die Sie ja teilweise haben, ne? Also, und auch verschiedene Fachdisziplinen. Also arbeiten Sie sich da dann irgendwie ein, oder also Sie werden ja wahrscheinlich nicht immer Feedback dann auch von den Wissenschaftlern selbst bekommen. Also das habe ich mich auch gefragt, als ich Ihre ganzen Kanäle dann mal so gesichtet habe und mich gewundert, wie machen Sie das? Ne? Ja, man muss sich natürlich schon einarbeiten. Aber wenn wir mal ehrlich sind, also wenn ich jetzt einen Tweet über was schreibe, da muss ich jetzt nicht das Paper zu gelesen haben. Also das verlangt niemand, das wäre auch kein effizienter Arbeitseinsatz. Wir müssen natürlich schon am Puls der Zeit bleiben, deswegen lesen wir viel, was an Inhalten auch aus den Helmholtz-Zentren kommt. Man bleibt immer, versucht aktuell zu bleiben, man liest die Pressemitteilungen und so. Unsere Aufgabe ist halt auch viel die eines, so eine Art Durchlauferhitzer, so eine Art Aggregator, weil ich meine, 18 Helmholtz-Zentren, die produzieren genug Inhalte für sich, und wir gucken dann halt, was ist für unsere Interaktionsgruppen wichtig auszuwählen. Ja. Und wie gehen Sie eigentlich jetzt mit Kritik seitens der Wissenschaftler um? Also Sie sagen, wir möchten jetzt keine Kuchen backen und wir möchten keine Rehe sehen und oder auch keine Comics verfasst sehen über unsere Themen. Also kommt da auch viel Negatives, oder wie funktioniert das?
funktioniert der Wissenschaftler in den Naturwissenschaften? Also sind Sie eher offen oder eher verschlossen diesem Thema gegenüber? Also wir sind eine Organisation, habe ich ja schon gesagt, von 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wie Sie sich vorstellen können, kann die Antwort nur lauten, das ist total unterschiedlich. Mhm. Das ist aber auch okay so. Und ich wäre auch überfordert, wenn alle 38.000 jetzt anfangen wollten, bei mir im Portal zu bloggen. Da bin ich halt der einzige Admin und der einzige Mensch, der Schulung macht, und das könnte ich natürlich überhaupt gar nicht leisten. Es muss auch überhaupt gar nicht sein. Man fängt aber natürlich logischerweise nicht mit den problematischsten Fällen an und zwingt die mit vorgehaltener Smartphone, dass sie jetzt ja bitte bloggen sollen, sondern man fängt natürlich mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an, die aus sich heraus den Impuls haben, bei jedem Tag der offenen Tür sich auf jede Bühne zu stellen und schon früher irgendwie Pressemitteilungen, Zitate beigesteuert haben. Und wenn wir mal ehrlich sind, in der Wissenschaftskommunikation 1.0, also sprich ein Abstimmen von einer Pressemitteilung oder so, oder ein Auftreten bei einer Tag der offenen Tür, da war es auch bisher schon so, dass sie das im wissenschaftlichen Reputationssystem ist sowas nie belohnt worden. Die haben auch in ihrer Zeiterfassung, wo sie auf irgendwelchen Projektnummern arbeiten oder so, im Viertelstundentakt was aufschreiben müssen, gab es auch bisher keine Möglichkeit, irgendwie eine Pressemitteilung abzustimmen. Und ich finde es auch schlecht und schade, aber insofern ist es auch bei der Social-Media-Kommunikation auch keine neue Qualität. Sprich, man geht einfach zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hin, die da mitmachen wollen, und dann fragt man die, willst du mitmachen? Und wenn man dann, wenn ich nur 1% meiner Leute da irgendwie für mich gewinne, dann bin ich schon total zufrieden und das reicht auch. Die Skepsis, die Sie beschreiben, habe ich immer wieder hauptsächlich erlebt in solchen Diskussionsrunden mit dem Management. Sollen wir das wirklich machen? Brauchen wir das? Und die Erfahrung ist, und dann kommen natürlich auch die Leute, die sagen, ja, jetzt hier, wir können bei uns kann man kommentieren, wenn wir so einen Blog starten, sollen wir das wirklich machen? Da kommen noch dann die Leute, die da irgendwelche, weiß ich nicht, politischen Extremansichten vertreten oder die irgendwelche Links zu irgendwelchen Erwachsenenangeboten im Internet verbreiten wollen oder so. Diese ganzen Diskussionen habe ich erlebt und ich mache das jetzt seit 2008 und die Erfahrung ist, die Teufel, die da an die Wand gemalt werden, existieren alle überhaupt gar nicht. Die Welt der Wissenschaftskommunikation ist im Vergleich zum sonstigen Web 2.0 eine Blümchenwiese der Glückseligkeit und die Chancen sind viel größer als die Risiken.